Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Heute wollen wir uns anschauen, wie ihr jede beliebige Microsoft Office 365 Anwendung als Desktop-Anwendung installieren könnt. Wie ihr sie dann auch über die Taskleiste oder über den Desktop oder über das Startmenü aufrufen könnt und falls ihr es nicht mehr braucht, sie dann auch wieder deinstallieren könnt. Voraussetzung dafür ist, dass ihr Microsoft Edge habt, den Browser von Microsoft, und in diesem Browser Microsoft Office 365 gestartet habt. Dann wählt ihr die App, die ihr haben wollt, aus, sei es der Planner oder Forms oder Bookings oder was auch immer ihr hier an Anwendung nutzen wollt, und wählt dann das Einstellungsmenü rechts oben im Eck mit den drei Punkten und dort den Befehl Apps und die Site als eine App installieren. Ihr könnt dann noch einen Namen dafür eingeben, meistens passt der schon ganz gut. Ihr klickt auf Installieren und jetzt wird der Planner als App installiert und ihr seht, hier oben sind keine Register mehr aus dem Browser und ihr seht auch das Symbol für den Planner hier unten auf der Taskleiste. Und da könnt ihr ihn auch gerne gleich mit einem Rechtsklick an der Taskleiste anheften, sodass ihr, wenn ihr dann später den Planner zumacht und auch Microsoft Office 365 zumacht, hier immer noch das Symbol für den Planner habt und ihn hier direkt öffnen könnt. Wenn ihr jetzt ins Startmenü schaut, dann seht ihr, hier ist der Planner als zuletzt hinzugefügt und ihr könnt ihn direkt per Anklicken und rausziehen, also per Drag and Drop auf euren Desktop legen und jetzt auch hier vom Desktop aus aufrufen. Wenn ihr ihn mal sucht, könnt ihr auch über die Suche, also in das Suchfeld, Planner eingeben und schon habt ihr die Anwendung hier. Und dann seht ihr, hier gibt es zum Beispiel auch den Befehl zum Deinstallieren. Wenn ihr den Planner hier deinstalliert, dann seht ihr, er verschwindet auf der Taskleiste, er verschwindet aber nicht auf dem Desktop. Wir können mal schauen, ob er hier noch funktioniert. Also das Symbol funktioniert nicht mehr, das heißt, das muss ich dann manuell noch löschen. Und wenn ich jetzt im Startmenü schaue, dann seht ihr, da ist er auch nicht mehr. Und hier bei der Eingabe finde ich ihn auch nicht mehr. Ja, das war's für heute mit einem Tipp und Trick rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch gerne hier auf dem Kanal um, schreibt eure Fragen in die Kommentare. Ich beantworte die gerne, manchmal auch mit einem Video. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.